Zumindest in unseren Breiten existieren viele Menschen, die es als Unrecht empfinden, wenn das Opfer statt dem Täter verfolgt wird. Zwar nicht so ganz durchgehend, denn wenn das Opfer weiß, heterosexuell oder männlich ist, dann kommen noch andere Kriterien ins Spiel als Recht und Gerechtigkeit, aber im Großen und Ganzen ist sich die Gesellschaft schon darüber einig, dass bei Gewalttätigkeiten das Opfer beschützt und der Täter verfolgt werden sollte. Und selbst bei jenen, die niemals auch nur erwägen würden, fremde Sitten zu kritisieren, wird es nicht gut geheißen, wenn eine Frau vergewaltigt wird, weil ihr Kopftuch verrutscht ist, und im Anschluss daran auch noch die Frau von einem Gericht verurteilt wird, weil sie diejenige war, die schuld an diesem Ergebnis war. Es wird einige überraschen, aber genau dieses Prinzip existiert auch in unserem Rechtsstaat. Andere benehmen sich schlecht und derjenige, der vermeintlich schuld daran ist, wird verurteilt. Ja, mehr noch, es ist gar nicht nötig, dass tatsächlich etwas passiert. Allein die Möglichkeit, dass etwas passieren könnte, genügt bereits für eine Verurteilung. Ja, mehr noch, allein, dass jemand etwas fühlen könnte, das er nicht fühlen soll, es muss gar nicht tatsächlich passiert sein, dass jemand dieses Gefühl tatsächlich erlebt hat. Nur die Möglichkeit, dass jemand dieses Gefühl vielleicht hätte erleben können, das alleine reicht schon aus für eine Verurteilung. So wie beim hilflosen afghanischen Mann, der ein paar weibliche Haare sieht, der soll dem Gefühl, das er dabei bekommt, nicht ausgesetzt werden. Und wenn er es doch wird, ist das ihre Schuld. So darf auch in Österreich der religiöse Mensch nicht dem Gefühl eines berechtigten Ärgernisses ausgesetzt werden, und falls ihm das doch passiert, ist nicht seine religiöse Intoleranz schuld, sondern derjenige, der was gesagt hat. Es ist exakt das gleiche Prinzip. Die Frau, die vergewaltigt wurde, ist selber schuld. Es ist ihre Schuld, dass ihr das passiert ist. Und der Mensch, der etwas gesagt hat, das einen religiösen Menschen zu Recht ärgert, es ist seine eigene Schuld, wenn ihn der Staat verfolgt und verurteilt. Er hätte ja auch einfach das Kopftuch ordentlich tragen oder eben die Klappe halten können. Oder eben den Menschen nicht potenziell zu Recht verärgern dürfen. Exakt das gleiche Prinzip. Das Opfer wird zum Täter gemacht.